Schönen guten Tag, mein Name ist Tunstan von der Strom- und Energieberatung. Ja. Spreche mit vor der Ziege. Ja, hier ist Frau der Ziege. Guten Abend. Ja, guten Abend, schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Es Ja. geht hier um Ihren aktuellen Stromtarif an der Bildeiche 81. Ja, was ist denn Und damit? Gibt's da zwar geht schon es wieder da. Probleme mit der Verbindung? Nein, es ist keine Probleme da. Das ist nur darum, also wir vergleichen zurzeit die Strompreise in Ihrer Region, weil jetzt demnächst die Strompreise wieder steigen. Deswegen melden wir uns da Oh. nochmal, damit Sie von der Preiserhöhung nicht betroffen sind. Soll das schon wieder teurer werden? Genau, und bevor das bei Ihnen der Fall ist, melde ich mich da nochmal bei Ihnen, Ah, gut. damit Sie wieder weniger bezahlen, ne? Weniger ist gut. Ja, Das ist ja so ist gut. teuer geworden, ne? Ja, was zahlen Sie denn jetzt monatlich an Strom, Herr Vorderziege? Ah, das ist so 60 €. 60 Euro. Wie viele Ja. Personen sind Sie denn im Haushalt? Ich bin allein mit meinen Meerschweinchen. Weia, warum müssen Sie denn so viel zahlen? Weil da, 60 Euro. ich weiß das auch nicht, da muss ja die Merkel dran schuld sein, ne? Ich brauche Ja. ja nicht mehr viel, ne? Ich habe ja nur das Aquarium und man muss ja Ja. auch essen und was man will ja auch nicht Ja. frieren, ne? Aber das ist ja so, das ist ja für 60 Mark konnte man damals einen Monat lang einkaufen. Ja, da haben Sie recht. Ja. Also ich bin jetzt für Sie in der Leitung, wie gesagt, damit Sie weniger bezahlen, weil Sie sind eingestuft worden zwischen 1500 bis 2000 Kilowatt in einem Jahr. Und für denselben Verbrauchsmengen haben Sie die Möglichkeit demnächst, dass Sie zahlen 47,44 € bei dem Lieferanten Easy Volta. Das ist dann auch erstmal ein Ersparnis von ungefähr 13 Euro im Monat. Ja? Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Sie sprechen Ja. sehr schnell. Ich kann nicht so Ach gut so. hören. Gut, dann ich spreche noch mal langsam für Sie. Ja, Ja? bitte. Da wäre ich Ihnen Also, sehr verbunden drüber, weil ich okay, will Sie kein ja auch Problem. verstehen, nicht wahr? Natürlich. Sonst kommt es zu Also, Missgeständnissen und das muss ja nicht sein. da haben Sie recht. Also, Ja. Sie sind eingestuft worden zwischen 1500 bis 2000 Kilowatt in einem Jahr. So So viel? wurden Sie eingestuft. So viel. Genau. Wer macht das So. denn? Wer ist Das macht da zuständig? der jetzige Anbieter von Das ist ja Ihnen. eine bodenlose Frechheit. Das ist ja die Stadtwerke Baden-Baden, richtig? Ja, die sind ja bekannt dafür, für ihre ruchlosen Umtriebe. Genau. Und für denselben Verbrauchsmengen haben Sie die Möglichkeit, dass Sie demnächst nur noch 47,44 € zahlen bei dem Lieferanten Easy Volta. Das sind 13 Euro Ersparnis in einem Monat. Weniger bezahlen? Ja, weniger. Das ist gut. Aber Sie haben doch gesagt, es wird teurer, oder habe ich das falsch? Ich kann nicht mehr so gut hören. Habe Genau. ich falsch verstanden? Nein, das ist schon mal Ach richtig. so. Aber bevor das bei Ihnen der Fall ist, Ja. sind wir für Sie nochmal in der Leitung, damit Sie für denselben Verbrauchsmengen weniger bezahlen. Was ist mit der Leitung? Damit Sie, also wir sind für Sie in der Leitung, damit Sie weniger bezahlen. Ach Verstehen so, Sie? ja, es ist also der Strom wird billiger. Ja. Das ist sehr gut, weil das ist ja, da ist ja bestimmt die Merkel dran schuld, das ist ja immer teurer geworden, hä? Genau, Ja, und das Sie ist ja werden nicht in dann, Ordnung, weil mit dem Geld kann man ja schöne Sachen machen, nicht wahr? genau, und Sie werden demnächst nur noch 47,44 € zahlen. Das ist ja, da freue ich mich. Aber ich habe immer noch genauso viel Strom wie vorher. Oder muss ich dann was wegmachen? Also Sie haben genauso den gleichen Verbrauch. Das ist gleiche Verbrauch. Also es wäre, also es alle, also ich muss jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ich muss da die Fernbedienung weglegen und man kann das alles benutzen, ja? Das wird nur günstiger. Das wird nur günstiger für denselben Verbrauchsmengen bei dem anderen Lieferanten. Der Ganz, Lieferant ganz große Klasse, da heißt, freue ich mich sehr drüber. genau, Sie bekommen auch von mir alles schriftlich bestätigt per Post nach Hause. Ich brauche jetzt einmal Zählernummer von Ihnen. Zählernummer, schauen Sie mal nach. Also schriftlich ist nicht so gut, ich kann nicht mehr ganz so gut gucken. Ja, Sie brauchen sich um nichts kümmern. Ha, wie Also, bitte?
Sie brauchen sich auch um nichts zu kümmern. Sie müssen nur die Zählernummer einmal durchgeben. Schauen Sie mal nach, ich warte. Ich hab Sie gerade nicht ganz verstanden. Was soll ich machen? Sie sollen einmal nach der Zählernummer bitte schauen. Zählernummer. Ist das dann wo, wie heißt das denn, das, bei der Uhr mit dabei, nicht wahr? Genau, das ist der Stromkasten. Ja, ich muss nur kurz gucken, wo ich meine Hausschuhe hingelegt hab. Die Nachbarn, ja, die zählten sich nämlich nie die Schuhe ab. Sonst wäre ich jetzt auch so runtergegangen, aber kein Problem. Wer weiß, was die da wieder im Treppenhaus verteilt haben, ne? Die Tage war da überall Hundemist und keiner wollte es wegmachen. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wohne im Schweinestall, aber was will man ja machen? die Rente reicht nicht für eine größere oder andere Wohnung. Ja. Nicht wahr? Haben Sie recht. Deswegen müssen Sie auch sparen. Ja. Was sollte ich nochmal machen? Zählernummer schauen. Ja, die Zählernummer. Ich habe die Hausschuhe jetzt gefunden. Das sind zwar zwei verschiedene, aber das ist ja egal. Ja. Ich nehme sie mal mit. Ich bin nur nicht ganz so schnell beim Laufen. Haben Sie Zeit einen Moment? Ja, kein Problem. Schauen Sie nur nach. Das ist großartig. Ja, und warum wird das jetzt alles wieder billiger? Ist das wegen Corona? Da haben die gesagt, der Strom soll günstiger werden. Ausnahmsweise 18% sind gesunken. Ah, ich muss noch mal zurück, hab meine Maske vergessen. Nicht, dass die Polizei noch kommt. Einen Moment bitte. Ja. Gerade noch mal. Das ist ja, wenn die Nachbarn, nicht, dass die das da anzeigen. Ne? Mhm. Gerade noch mal aufschließen. Ich habe ganz viele Masken genäht selber, ne? Echt? Ja, kann ja nicht mehr nach draußen. Ich muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Ja, da haben Sie recht. Ja, natürlich. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch Essen auf den Herd. Ich lege sie noch mal kurz, dann muss ich das auf Pause stellen, ja? Bin gleich wieder da. Entschuldigung. Alles klar, ich warte. Oh, Entschuldigung, da bin ich wieder. Kein Problem, bin noch da. Hab nochmal die Zwiebelsuppe umrühren müssen, sonst kriegt die eine Haut. Ja, kein Problem. Das schmeckt dann nicht mehr gut. Nach. So, dann will ich jetzt auch, ich habe jetzt die Maske gefunden und dann können wir jetzt runterlaufen. Alles klar, nehmen Sie mich auch mit, ich bin gar nicht so schwer. Ich habe ja so ein hochmodernes Aluminium-Handfunk-Fernsprechtelefon, nicht wahr? Ach so, super. Da kam neulich Mittag mal einer, die Haustür, ich habe so ein altes Telefon gehabt, und er hat gesagt, das bezahlt die Krankenkasse, weil ich nicht mehr so gut laufen kann. Dass ich das auch mit in die Badewanne nehmen kann. Ja. Oder mit zum Fass reiten, das muss ja alles gemacht werden. Oh, ist das kalt hier. Ich gehe gerade noch mal zurück, meine Strickjacke holen. Die haben wieder das Fenster aufgemacht im Treppenhaus. Kein Problem, Hauptsache sie frieren nicht. Nee, das ist ja nicht, dass ich noch krank werde. Weil das kann ja auch durchs Fenster reinkommen, nicht wahr? Nee, das wollen wir nicht. Nee. Aber die hängt zum Glück hier gleich hinter der Haustür. Mhm. So, dann wollen wir mal wieder runter. Ach ja. Ich bin froh, dass morgen Montag ist. Ich habe vergessen einzukaufen. Heute ist Montag, Herr Vorderziger. Heute? Ja. Oh, das hätte mir ja mal einer sagen können. Ich habe gar keine Butter mehr da gehabt. Da hätte ich ja heute noch einkaufen gehen können. Schlecht gelaufen. Ja, esse ich halt Frischkäse, ist auch kein Problem. Aber jetzt weiß ich wenigstens wieder, welcher Wochentag ist, zumindest die nächsten 10 Minuten. Gehen Sie alleine? Ja, ich habe ein paar mehr Schweinchen. Das ist schön. Ja, es werden immer mehr. Ich krieg das gar nicht mehr eingedämmt. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ach so, ich habe da gerade gedacht, wir sind unterbrochen worden.
Nee, nee, alles gut. Ja, wie lange müssen Sie bei Stadtwerken eigentlich arbeiten? Ich habe gedacht, Sie hätten schon Feierabend um die Zeit. Wir arbeiten nicht bei den Stadtwerken. Ha, wie bitte? Wir arbeiten nicht bei den Stadtwerken. Wir sind von der Strom- und Energieberatung aus Frankfurt, sind aber auch in Baden-Baden zuständig. Frank, welches Frankfurt? Wie? Frankfurt am Main. Das alte Sündenpflaster, oh, da habe ich tolle Feiern gehabt früher. Mhm. Geht da immer so, noch? Wie weit sind Sie, Herr Vorderzieger? Es fehlt im Prinzip noch 16 Treppenstufen. Ich muss mich hier langhangeln. Ja. Hallo? Ja. Da war gerade schon wieder eine Unterbrechung. Das ist bestimmt wegen dem Treppenhaus. Was wollten Sie sagen? Jetzt kann ich Sie wieder hören. Ja, schauen Sie mal nach der Zählernummer. Ich warte ja jetzt hier. Ja, ich habe gerade die Tür aufgemacht vom Keller. Und da ist ja dieser Kasten, nicht wahr? Genau. Sind Sie hier schon mal gewesen in der Wohneinheit? Nein. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Woher weiß ich denn jetzt, welcher meiner ist von denen? Welche Etage wohnen Sie denn? Im zweiten Obergeschoss. Ich wollte ja gern weiter unten, aber das ging nicht. Ja. Zweite Obergeschoss, rechts oder links? Rechts. Rechte Seite. So, schauen Sie mal, wie viele Stromkasten sehen Sie denn jetzt momentan? Ja, das sind 8 Stück. Das sind halt auch 8 Mietparteien im Haus. Okay, 8 Stück. Sind die alle nebeneinander oder übereinander? Das sind so 2 Viererreihen im Prinzip. 2 Viererreihen? Ja, also 4 oben und 4 unten. 4 oben und 4 unten. Okay, ja. Einen Moment. Ich bin sofort da, kleinen Moment. Ja, vielen Dank. Also, der Kasten oben links ist Ihr Kasten. Oben links? Ja. Lassen Sie mich mal, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Keller gewesen bin. Das war, glaube ich, letztes Weihnachten, als ich den Baum geholt habe. Oh, so lange her. Ja, was soll ich denn da im Keller? Da ist ja nichts Interessantes. Ja, außer der Stromkasten. Ja, ja, aber das, da will man ja auch nicht so oft hinlaufen, hä? So, ja, oben links. Ja, da steht das. Sie haben das ja auch in der Schriftgröße geschrieben, dass man dann Mikroskop braucht. Ich habe da sogar meinen Namen dran gefunden. Dann ist das ja mit Sicherheit meiner. Genau. Glaub nicht, dass es so viele Vorderziegen hier gibt. Zumindest noch keine andere kennengelernt. Genau, so wie ich. Dann jetzt die Nummer von da, die große. Genau. Ja. Haben Sie was zu schreiben? Natürlich. Ja, so natürlich ist das nicht. Also ich habe neulich bei der Metzgerei angerufen, die Bestellung aufgegeben und am Ende hat die dann gesagt, ich hol mal eben so ein Bestellformular. Da musste ich das alles nochmal aufzählen. Kein Problem. Jetzt schauen Sie mal nach der Zählernummer. Das war ein großes Problem, weil bis dahin hatte ich schon vergessen, was ich eigentlich essen wollte. Ach so. Also hier, okay. Ist das, ja, das ist quasi 6-5. 6-5. 6-2. 6-2. Dann kommt die 9. 9. Und die letzte Zahl, die steht gerade zwischen der 1 und der 2. Was sollen wir denn dann da nehmen? Das ist Zählerstand, was Sie sagen. Nicht, dass die Zahlen, was sich dreht, ne? Nicht diese Zahlen. Hey, das ist nur die letzte und die steht jetzt so zwischen der 1 und der 2. Nein, unter dem Eigentumsnummer. Den also was, bitte? Sehen Sie einen Barcode-Strich? Sehen Sie einen Barcode-Strich, so schwarze Striche, was man scannen kann? Sie meinen so wie von Supermarkt? Ja, genau. Ja, ja. Das ist eine fettgedruckte Nummer. Schauen Sie mal danach, was da für eine Nummer steht. Ja. Da steht Pfändungssiegel der Stadt Baden-Baden drauf. Super, und jetzt die Nummer, da ist auch eine Nummer drauf. Ja, 00. 00. 29. 29. 60. 60. 00. 00. 40. 40. Können Sie nochmal wiederholen, bitte?
Ja, 00. Ja. 29. Ja. 60. Ja. 00. Ja. Und 40. Super, das ist jetzt schon mal die richtige Nummer. Jetzt können Sie wieder nach oben. Ja, ich mache mich auf die Socken. Machen Sie sich mal auf den Weg. Kann ich den Schrank wieder zumachen, ja? Ja, können Sie wieder zumachen. Haben Sie auch Heizung mit Gas? Zahlen Sie auch Gas extra? Ha, was bitte? Ob Sie auch Heizung mit Gas haben, zahlen Sie auch Gas extra? Ja, ja, das die Heizung und der Herd im Prinzip, ne? Nicht wahr? Ja, aber zahlen Sie denn auch extra monatlich? Ja, ja, das zahlt nicht der Vermieter für mich. Gut, und was zahlen Sie Gas monatlich? Ach, da habe ich mich jetzt ja schon gar nicht mehr mit befasst gehabt. Oder schauen Sie am besten nochmal nach der Gaszählernummer. Ist es auch im Keller? Ich gehe davon aus. Ja, dann schauen Sie mal, ob Sie den Gaskasten auch noch sehen. Ja, das auf der anderen Seite ist da so ein verstaubtes Ding. Ja, schauen Sie mal nach. Bei Gas können wir auch einmal schauen. Ist das auch günstiger geworden? Natürlich. Das ist gut. Der ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, da ist so ein Schlösslein davor, wie man das so bei so ein, wie heißen die denn, Vorhängeschloss? Ja. Soll ich Hausmeister fragen? Der wohnt da. Ist er denn da? Weiß ich nicht. Ich kann ja mal nachgucken. Ja, fragen Sie mal, ob der da ist. Ist gerade mal eine Treppe weiter hoch. Oh, Sie halten mich ja ganz schön auf Trab. Da darf ich nachher noch ein bisschen Süßigkeiten essen. Ja, das haben Sie sich auf jeden Fall verdient. Ja, so viel Schritte bin ich, glaube ich, die ganze Woche noch nicht gelaufen. Ich fühle mich ja glatt wieder wie früher, als ich noch jünger war. Ja, so eine Zeit hat es tatsächlich mal gegeben, auch wenn die schon länger her zu sein scheint. Kein Problem. So, ich klopfe da mal eben. Hallo? Hallo? Also ich kann Fernseher hören, vielleicht ist der ja da. Hallo, was ist los da? Hallo, ich wollte mal fragen, guten Abend erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber beim First Gas unten, das abgeschlossen. Ja, natürlich ist das abgeschlossen, sonst könnte da ja jeder da dran gehen. Ja, aber ich müsste da mal reingucken, können wir da was machen? Was wollen Sie denn gucken bei Gaskasten? Ja, deswegen, wie heißt das denn nochmal? Wenn, eine andere Versorgung bekommen, weil das ja alles so teuer geworden ist. Ja, weißt du, wir haben jetzt Essen aufgehört, ich gehe jetzt nicht in den Keller, warte, hol ich Schlüssel eben, Moment. Ja, das ist ja wieder mal sehr freundlich. So, hier ist Schlüssel, das ist das Schlüssel mit den Rotten. Bringen Sie danach bei mir wieder, da? Und wenn ich nicht da bin, bei Briefkasten legen. Dankeschön. So, ich hab den. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal runter. Das ist ja wie bei, kennen Sie Schnitzeljagd? Dieses Spiel, was ja. Da fühle ich mich gerade wieder. Das haben wir bei den Pfadfindern früher immer gemacht. Ja, okay. Oh, das ist so. Hoffentlich ist dann am Ende auch irgendwo was Leckeres zu essen für mich versteckt. Okay. Weil bis ich hier fertig bin, ist ja meine Zwiebelsuppe kalt. Genau, müssen wir uns beeilen jetzt, ne? Ja, das ist schon zu spät. Die ist ja schon hoffnungslos verloren. So, okay. Dann wollen wir doch mal gucken. So. Da so. Ist er. Jetzt einmal muss ich nur gucken, weil ich habe die Hände so ein bisschen Probleme mit den Händen, dass ich das auch so hinbekommen. Ja. So. Made in Slovenia steht da drauf. Na, ob das was Gutes sein kann. Mhm. Eigentum der Stadtwerke Baden-Baden. Genau. Ja. Ich muss mal gerade kurz meine Brille sauber machen, das ist staubig hier. Ja. Ist das schrecklich alles. Und das wird jetzt nicht teurer nächstes Jahr? Nein, das ist jetzt der Abschlag für die nächsten 2 Jahre. Ach also so. Das wird billiger jetzt, wegen Corona ausnahmsweise. Ja, es heißt Corona, Entschuldigung. Alles gut. Das gehört, sowas gehört verboten, also früher hätte es das nicht gegeben. So, jetzt schauen Sie mal nach. Ja, ja. Nach Gas. Sollen wir auch wieder den Strichgang?
Genau, den Barcode frisch. Ja, 4, 4, 4. 4, 4. 0, 0, 0. Also dreimal. Nicht ne, dreimal die 0. Nicht Doppel-0, sondern dreifach 0. Prinzip. Ja, dreifach die 0. Ja, dann ist Bindestrich oder Minuszeichen. Weiß jetzt nicht genau, was das... Soll ich da nochmal den Minus Hausmeister fragen? Minus ist das, Herr Vordertziger. Ja, okay, ja, gut. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 0, 8. 0, 8. 2, 3, 7. 2, 3, 7, ja. Ja. Okay, können Sie nochmal wiederholen, bitte? Ha, was bitte? Können Sie nochmal wiederholen, die Zählernummer? Ja, also Gas oder Strom? Gas. Das, okay, ja, 440. Nein, 4440, dreimal die 4. Also dreimal die 4, ja. 0, 0, 0, 0, also viermal also die 0, dreimal die 0. Also schauen Sie mal, dreimal die 4 und dreimal die 0, richtig? Ja, genau so ist das. Okay, Bindestrich, weiter. Ja, 2-1. Ja. 2-0-8. Ja. 2-3-7. Super. So, jetzt sind wir auch erstmal durch. Jetzt können Sie jetzt endlich mal nach oben in die Wohnung. Gut, gut, gut. Ich muss hier nur noch abschließen wieder. Mhm. Sonst kündigen die mir noch die Wohnung, wenn ich das hier auflasse. Genau. Schauen Sie, dass Sie das auch abschließen. Ja, das, ich gehe dann... Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie viel Quadratmeter? Ha, was bitte? Wie groß ist Ihre Wohnung? Wie viel Quadratmeter? Das, ich glaube so 35 ungefähr. Okay, ist gar nicht so groß. Nee, alles klar. Das also für mich und die Meerschweinchen reicht das. Also zumindest noch, also wenn das... Ich versuche die ja immer schon abzugeben, weil das ja immer mehr werden, aber in Corona-Zeiten will auch keiner ein Meerschweinchen mehr haben. Lassen Sie es doch liegen, also dann haben Sie wenigstens jemanden, wo Sie dann halt Zeit auch vertreiben, also wissen Sie? Ja, weil sonst sind Sie alleine den ganzen Tag. Ich will die ja auch nicht alle aufgeben. Aber gestern habe ich mal, weil ich muss ja den Futter- und Streubedarf ermitteln, das sind 37 inzwischen. Das werden ja mehr. Die paaren sich ja. Genau. Und ich wollte nur ein paar, wollte ich halt weggeben, aber es findet sich niemand. So, Herr Vordertziger, ja, muss man mal weitermachen. Ich muss gerade noch kurz den Schlüssel zurückgeben. Einen Moment bitte. Ja, ja, geben Sie mal. Hallo. Hallo. Hallo, Herr von der Zirke. Ging schnell, gut, oder was? Ja, hier ist der Schlüssel, vielen Dank. Ich habe da so eine junge Frau am Telefon, das wird jetzt alles günstiger. Was wird denn bitte günstiger in diesem Leben? Egal, ich muss zu meinem Babuschka zurück, Servus. Schönen Abend. Ja, danke, gleichfalls. So, da wollen wir mal nach oben, oder? Okay. So, jetzt auf der Rechnung stehen Sie drauf, richtig? Vorname ist Hans Joachim. Hi, Vorname... Ja. Ist Vorderziege. Nee, nee, der Nachname ist Vorderziege. Genau. Entschuldigung, der Nachname ist Vorderziege. Und wohnen in 76534 Baden-Baden an der Bildeiche 81, ja? Ja, ja, ja. Sind Sie da schon mal gewesen bei uns? Nein, war ich nicht. Herr Vorderziege, wann sind Sie geboren? Ha, was bitte? Wann sind Sie geboren? 1.4.1949. Super. Ja, bist du ein bisschen älter inzwischen. Super. Die Zeit so, rennt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie hören wenn sich ich sehr nur jung mal, an, wenn Herr ich nur mal. Ja, wirklich? Ja, jetzt mal ehrlich. Das ich hätte nie gedacht, dass Sie 49er sind. 49er, ja, ja. Wenn ich nur mal noch so schnell wäre wie die Zeit, ich sage, ich schleiche die Treppen hoch, da hätte ich auf der Autobahn noch einen Strafzettel gekriegt, weil ich so langsam bin. Okay, also Herr Vorderziege, dann machen wir mal weiter. Wenn es dann auch soweit ist und Sie sich nicht dagegen entscheiden, wie möchten Sie dann die Zahlungsweise haben? Anfang des Monats, Mitte des Monats oder Ende des Monats? Was soll ich hier für Sie eintragen? Also eigentlich hätte ich gern den ganzen Monat Strom, sonst habe ich da ja nichts von.
Nee, die Abbuchung meine ich. Wann es dann abgebucht werden soll. Anfang, Mitte oder Ende des Monats? Ja, eigentlich immer dann, wenn ich, sag ich mal, einen Stecker in die Steckdose mache. Das weiß ich ja nicht vorher, ob ich jetzt morgen den Föhn brauche oder erst übermorgen. Das kann ich ja nicht ankündigen vorher. Also Herr Vorsitzender, Anfang des Monats, Mitte des Monats oder Ende des Monats, die Abbuchung. Verstehe jetzt gerade überhaupt nicht, was Sie meinen. Schauen Sie mal. Ich mache gerade mal kurz die Wohnungstür auf. Da hat gerade schon einer rausgeguckt, weil ich hier im Treppenhaus telefoniere. Ach, einen so, Moment rein. Bitte. So, es ist das kalt. Zum Glück habe ich vorhin die Heizung angemacht. Ja. So, ich gehe mal zu meinem Sessel. Jetzt tun mir doch ziemlich die Beine weh. Ja, das ist gar nicht gut. Nehmen Sie mal die Beine hoch. Ja, ich habe ja so einen schönen Ohrensessel mit so einem ausgestopften Pinguin. Da kann man die Füße hochlegen. Das ist super. Ach. So, Herr Vorderzieger, jetzt hören Sie einmal kurz zu, ja? Ja. Ich meine, Sie zahlen ja Strom jeden Monat, richtig? Es wird ja abgebucht von Ihrem Konto. So. Wird das Anfang des Monats, Mitte des Monats oder Ende des Monats abgebucht? Nee, gar nicht. Das ist ja im Prinzip, ich wohne hier ja schon mein ganzes Leben. Und die Stadtwerke, die sind ein paar Häuser weiter. Ich gehe da immer, wenn ich zum Kaufmannsladen gehe, gehe ich vorbei und bezahle das bei denen. Sie gehen doch nicht immer persönlich vorbei bezahlen. Ja, natürlich. Das sind ja quasi meine Nachbarn. Der Junge, der da heute arbeitet, den habe ich damals ausgebildet bei der Bundeswehr. Okay, bezahlen Sie denn bei den Stadtwerken Anfang des Monats, Mitte des Monats oder Ende des Monats, Herr Vorderzieger? Ja, gleich am Anfang, das ist ja Ehrensache. Nenn ich mal, man will das ja auch erledigt haben. Dann lasse ich auch Anfang des Monats stehen, weg ist weg, sagen Ich komme jetzt aber nicht jeden Monat nach Frankfurt, das können Sie vergessen. Nein, nein, Herr Vorderzieger, das müssen Sie auch nicht. Alles gut. So, jetzt brauche ich auch einmal die IBAN, die DE-Nummer, damit die Easy Volta weiß, dass Sie eine bestehende Konto haben, muss ich hier auch eintragen. Die IBAN? Ja? Ja, da muss ich noch mal kurz nach unten. Warum nach unten? Weiß jetzt ja nicht, was der damit zu tun hat, aber wenn Sie das brauchen, ist das ja gar kein Problem. Warum nach unten? Ja, für die IBAN. Ja, das steht doch auf Ihrer Kontokarte. Nee, das wäre mir ja ganz neu. Wo steht das denn bei Ihnen? Ja, der ist unten. Da sind wir doch gerade an der Tür gewesen. Da muss ich jetzt erstmal wieder hinlaufen. Das hätten Sie mir ja auch vorher sagen können. Nein, Sie müssen die IBAN, die Kontonummer meine ich. Die Kontonummer? Eben haben Sie gesagt, Sie wollen mit dem IBAN reden. Nein, die IBAN, die DE-Nummer brauchen wir hier einzutragen. Die Kontonummer. Die Kontonummer? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingelegt habe. Das steht auf Kontokarte. Auf der Kontokarte? Ja. Jetzt müsste ich überlegen, wo die sein könnte. Schauen Sie mal nach. Ich mal kurz nachdenken. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei der Bank war. Das scheint auch schon wieder länger her zu sein. Ist ja morgen zum Glück wieder Montag. Da kann ich mal wieder hingehen. Ich muss auch mal wieder Geld haben. Ja. Ja. Genau. Morgen ist Montag. Ja, genau. Warum hatten Sie nochmal angerufen? Also, ich brauche jetzt einmal die IBAN. Die Kontonummer muss ich hier eintragen, Herr. Die lange Schlangennummer, was man auch nicht im Kopf hat, weil ich kenne meine IBAN auch nicht auswendig. Nee. So, jetzt schauen Sie mal nach der IBAN, ich warte. Ja, Sie haben Zeit mitgebracht, ja? Ja, natürlich. Gut, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch eine Kopie davon habe, weil ich bin mir mit an Sicherheitsgrenzen da. Oder wenn Sie eine Karte haben, Karte. Ja. Ich habe eine Karte von Mittelerde. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich hier eine Kopie vielleicht noch finden kann, weil das Original ist mit meinem Ausweis und mit meinem Reisepass. Ich glaube, das hat mein Betreuer mitgenommen. Nicht wahr? Weil ich habe ja im Prinzip starke Spielschulden gehabt und immer in die Spielothek gelaufen und dann haben die mir das alles weggenommen. Das ist natürlich schlecht. Das ist in der Tat richtig. Und dann kam der irgendwann und sagt, ja, es gibt ja keinen mehr, der auf Sie aufpasst. Das mache ich jetzt. Dann sag ich, kenne dich doch gar nicht, mein Junge. Das hat den aber gar nicht interessiert. Er hatte so ein Schreiben von Gericht dabei
und jetzt habe ich den immer an der Backe. Okay, jetzt schauen Sie bitte nach der Kontonummer einmal. Ja, ich bin schon an Gucken. Ich habe keinen Röntgenblick im Prinzip. Hat kein Mensch. Nee, nee. Seine, die Frau Merkel hat sowas bestimmt, weil die ist ja... Ja, die Frau Merkel hat ein Röntgenbild, genau. Die ist ja von den Eidechsen ausgebildet worden. Das ist ja im Prinzip der Echsenkönig, der ist da ja auch involviert mit, ne? Haben Sie das schon gelesen, dass die sich jetzt quasi... Der ist ja jetzt rausgekommen, die legen sich ja immer, wenn die Sonne rauskommt, auf irgendwelche Steine drauf, damit die wieder warm werden. Finde ich skandalös, sowas gehört verboten. Natürlich. So, jetzt schauen Sie bitte einmal nach der E-Bahn, ich warte. Ja, ich bin ja schon am Gucken. Pfändungsankündigung, ne, das ist es nicht. Was ist das denn? Mitgliedschaft bei aktiver Sterbehelfer 67. Nein, das wollen wir jetzt auch nicht haben. Kopfnuss-Kali-Kanalreinigung. Na, das ist auch. Ich habe hier so viele Sachen rumliegen. Wird Ihr Name Hans-Joachim, Vorname, zusammengeschrieben oder getrennt? Mit Bindestrich. Mit Bindestrich, alles klar. Das verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Es wäre schöner gewesen, wenn da keiner dazwischen ist, weil dann kann man sich das aussuchen, wie man gerufen werden will. Weil meine als ich noch Freunde hatte, die haben mich immer Hajo gerufen. Weil das ist ja schon ein langer Name, nicht wahr? Aber das ist dann halt auch, als ich dann angefangen, ich habe ja nicht nur meine eigenen Sachen in die Spielothek getragen und dann wollten die Leute mich halt irgendwann nicht mehr sehen, nicht wahr? Ja. Das hat nicht so gut. Dann kam da halt der Betreuer, der Gesetzliche, dazu. Und jetzt darf ich quasi gar nichts mehr machen, außer so ein Brötchen kaufen. Der bringt mir einmal in der Woche, da guckt er, geht er mit mir zum Arzt, weil ich brauche ja auch meine Medikamente. Und dann kriege ich Taschengeld von dem und den Rest, den klaut er mir immer. Oh, das ist nicht gut. Ach, ich glaube wirklich, dass der die Karte mitgenommen hat. Nee, hat er bestimmt nicht. Na, zumindest hat er mal gesagt, er würde das machen müssen. Das hat bestimmt auch was mit Angela Merkel und den Echsenmenschen zu tun. Er kann so oder so nichts abbuchen, ohne ihre PIN, ohne ihre TAN-Nummer. Keine Sorge. Meinen Sie nicht? Nein, da kann er nichts machen. Alles gut. Ja, er hat ja auch meinen Computer dann mitgenommen. Das ist das Problem gewesen. Da haben welche hier angerufen. Und die haben halt erzählt, dass ich hätte eine Reise gewonnen. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich will halt jetzt, wir haben in Deutschland ja wegen der Merkel Corona. Und da wollte ich nach Malediven fliegen. Und dann habe ich dem das erzählt. Weil ich war dann ja auch froh, den loszuwerden. Und dann hat er auch mein Computer mitgenommen, weil der sagt, ich würde mich bei betrügerischen Gewinnspielen anmelden. Da sage ich, warum Betrug? Da steht Reise gewonnen, dann habe ich die auch gewonnen, nicht wahr? Ja, alles gut. So, jetzt hier geht's ja um Strom, ne? Ja, nichts deswegen. Anderes? Können Sie so, da. Können Sie da denn jemand rausschicken? Also ich glaube, für morgen bräuchte ich 3 Eimer Internet. Nein, es geht hier immer noch um Strom. Also schauen Sie jetzt bitte einmal nach der IBAN. Ja, ich bin ja hier an Gucken, aber ich habe Erinnerung, Einkommensteuererklärung. Vielleicht steht das da mit drauf. Wo ist das denn? Hilft Ihnen das was, dass das bei der Postbank ist? Ja. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Schon mal Anfang, genau. Haben Sie das denn jetzt finden können? Nein, auch die U-Bahn. Ja, das steht auch bei Postgang.de, fängt mit DE an. Dora Emil. Das ist mir wohl bewusst, wie das anfängt. Es bringt mir nur nichts, wenn ich es nicht finden kann.
Wo schauen Sie denn nach? Also ich bin ja im Prinzip jetzt bei der Ablage P angekommen. Ich habe das hier alles wohlwollend organisiert. Schauen Sie nach von Ihrem Kontoauszug? Ja, ja, und jetzt bin ich halt bei P wie Postbank. Und darum bin ich da am gucken. Also der hat ja im Prinzip hier auch ich habe ja so einen Getränkemarkt nebenan, mit denen habe ich ja auch vertragliche Verbindlichkeiten über die Lieferung von 2 Kisten erlesenem Rum jede Woche gehabt. Das hat der Betreuer auch abbestellt. Sonst hatte ich da auch immer so Rabattcoupons. Können Sie Rabattcoupons für Mimon Barakas Getränkeland brauchen? Ich kann die nicht mehr einlösen selber. Nee. Danke, brauche ich nicht. Ich werde die wegschmeißen, das liegt ja nur rum hier. Ja, schmeißen Sie weg, alles gut. So, jetzt, wie gesagt, fängt mit DE an, IBAN. Ja, ja, ich weiß nur nicht mehr, wo ich jetzt schon noch gucken soll. Kontokarte, wo ist denn Ihre Karte? Ja, beim Betreuer. Bei Betreuer? Ja. Okay, und Kontoauszug haben Sie nicht? Das hat er alles mitgenommen. Der muss ja das beim Gericht immer zeigen, dass da keine Vermögenswerte. Jetzt mal eine Frage, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, wie zum Beispiel morgen ist der Montag, wenn Sie jetzt einkaufen gehen, dann benutzen Sie ja auch die Karte, ne? Die Kontokarte. Nee, der geht ja mit mir immer zur Bank und ich bekomme dann Taschengeld für die Woche. Und er kommt Wer dann geht mit ihm zur Bank? Der Betreuer. Ach so. Der muss ja aufpassen. Dann rufen Sie morgen den Betreuer an, ja, und dann sagen Sie, dass Sie die IBAN brauchen, die DE-Nummer. Soll ich das machen? Ja, aber morgen erst, ja, morgen. Ja, ja, jetzt will ich ja auch nirgends mehr anrufen, ne? Das gehört sich ja nicht. Nee, nee, jetzt haben wir schon gleich 8 Nummer. Soll ich Sie denn morgen zurückrufen? Genau, können Sie mich gerne nochmal zurück anrufen, ich gebe Ihnen auch gleich meine Rufnummer. Wie bitte? Ja, ich gebe Ihnen jetzt auch meine Rufnummer. Ja, ich kann aufschreiben. Super, haben Sie Blatt Papier, Stift? Nee, ich schreibe jetzt hier auf die Packung von den Fischstäbchen. Ich weiß nicht, wo mein Schreibblock ist. Okay, aber Sie haben Stift, richtig? Ja, ja. Okay, schreiben Sie auf 069. 069. 87. 87. Zweimal die 0. 0 mal die 2. 2 mal die 0 haben Sie, ja? Ja, ja, doppelt 0. Okay, genau. 97. 97. 15. 15. Und mit wem habe ich das Vergnügen gehabt? Mit der Frau Tunstan. Wie schreibt man das denn? T wie Theodor. Ja. U wie Ulrich. Ja. N wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar. Ja. D wie Dora. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Tunstan spricht man das aus. Interessant, dann habe ich heute auch noch mal was gelernt. Genau, meinen Namen haben Sie gelernt. Ja, und weswegen hatten Sie jetzt angerufen? Es ging hier um Strom, ne? Damit Sie weniger bezahlen für Strom. Sie haben ja gesagt, Sie zahlen 60 Euro, was Sie natürlich für pro Person nicht zahlen müssen. Das ist zu viel. Ja, deswegen war ich ja für Sie in der Leitung, damit Sie weniger bezahlen, nämlich 47,44 € für gleiche Verbrauch. Genauso gilt das auch für Gas. Was zahlen Sie denn Gas monatlich? Ich meine, das wären 35 Euro. Ja. 35 Euro. Ja. Super. Als das letzte Mal habe ich ein bisschen was wiederbekommen. Ja, bekommen Sie auch weiterhin wieder. Ja, das ist gut. Also ich bekomme gerne Geld wieder. Genau. Und genau für den, damit Sie für Strom und für Gas weniger bezahlen, haben wir ja den ganzen Gespräche hier geführt, ne? Ja. So, und dann braucht man, wie gesagt, einmal von Ihnen die IBAN, die DE-Nummer. Damit das auch für Sie weiter in die Wege geleitet werden kann, damit Sie um nichts kümmern müssen, weil Sie bekommen ja von mir die Vertragsunterlagen per Post nach Hause, dann können Sie das auch nochmal alles in Ruhe durchlesen. Ja. Und wenn alles okay ist und Sie zufrieden sind, können Sie gerne auch die Vertragsunterlagen auch abheften, damit Sie um nichts kümmern müssen, ne? Ja.
Und deswegen war ich auch für Sie in der Leitung, Herr Vorderzieger. Jetzt müssen Sie mir aber versprechen, dass Sie nicht mein Betreuer sagen, dass wir miteinander gesprochen haben, ne? Was spricht denn dagegen? Das ist ja Bewährungsauflagen. Ich darf ja im Prinzip keinen Kontakt mehr zu Frauen haben, sonst kann es sein, dass Sie mich wieder in die Forensik schicken. Also, das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist das ja ist im Prinzip, das ist einfach so. Ich bin nun mal ein böser Junge gewesen und die haben mich halt irgendwann altersbedingt rausgelassen. Aber ich habe halt die gerichtliche Auflage, dass ich mich Frauen nicht nähern darf, wegen früher eben. Ja, aber wir telefonieren ja nur, Herr Vorderzieger, alles gut. Ja, aber ich weiß jetzt ja schon Ihren Namen und wo Sie wohnen. Und? Ist doch nichts Schlimmes. Naja, für mich ist das nicht schlimm. Für mich ist das gar nicht schlimm. Aber die anderen finden das halt schlimm. Sie wissen ja nicht genau, wo ich wohne, Herr Vorderzieger. Das sagen Sie mir bitte auch nicht. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen, Amen, Amen. Ja, genau, Sie kennen den Text, das ist gut. Das haben die uns bei der Gewaltbewältigungstherapie beigebracht. Supi. So, Herr Hans-Joachim Vorderzieger. Ja. Wie gesagt, dann klären wir den Rest morgen weiter, ja? Ja, wann soll ich Sie denn besuchen kommen? Anrufen. Ja, natürlich nicht. Nein, das würde ich nie machen. Darüber bin ich lange weg. Wir sind von 8.30 Uhr bis 18 Uhr erreichbar, Herr Vorderzieger. Können Sie mich jederzeit anrufen? Meine ganzen Kollegen wissen Bescheid, mit wem Sie gesprochen haben. Dann werden Sie weiter an mich weitergeleitet. So lange müssen Sie arbeiten. Das ist aber auch keine Art, so mit Menschen umzugehen. Alles gut. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Ja, wirklich? Wie ist das denn bei Ihnen? Ich höre da so viele Leute. Müssen Sie auch Maske tragen? Nein, wir sitzen hier alle mit 10 Meter Abstand, ne? Und das ist schon mal gut. Dann schreit der andere aber ganz schön, den kann man sehr gut hören. Ja, alles gut, der schreit da, da haben Sie recht. Da ist aber keine Gefahr bei Ihnen, dass da jemand um Hilfe ruft. Nein, alles gut. Gut. Also eine halbe Stunde haben Sie noch. Nee, jetzt habe ich Feierabend. Sonst hätte ich Ihnen jetzt noch von meinem Meerschweinchen erzählt. Das ist immer sehr, sehr erheiternd. Können Sie morgen erzählen. Gut, da werde ich jetzt noch mal meine Zwiebelsuppe umrühren und die wieder warm machen. Genau, essen Sie mal was. Sie haben bestimmt jetzt Hunger, ne? Ja, das war anstrengend. Ja, alles gut, Herr Vorderzieger. Dann hören wir uns morgen. Gut, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Part 2 geht morgen. Fortsetzung folgt. Schönen Tag noch. Wiederhören. Tschüss. Das alles aufschreiben. 30 Euro. Und dann müsste ja den Ivan den Schlüssel nochmal holen, dass ich da auch nichts Falsches aufgeschrieben habe. Nicht, dass der mir auch noch meine Zwiebelsuppe mitnimmt, weil ich darf ja eigentlich auch den Herd nicht alleine benutzen. Nicht, dass der das dem Gericht sagt. Hans, pass auf, der ist gefährlich, der Mann. Der sagt nur, dass er dein Betreuer ist. Der will dich umbringen. Der will dich in den Knast bringen wieder. Das ist gar nicht gut. Und jetzt hast du auch noch so lange mit einer Frau gesprochen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Du schaffst das, Hans, das ist alles in Ordnung. Jetzt isst du deine Zwiebelsuppe. Und dann freust du dich über den Strom. Es ist doch alles nicht mehr normal, dieses scheiß Corona. Alles nicht mehr normal. Was wollte ich denn jetzt aufschreiben? Weswegen hatte die Frau denn angerufen? Ich muss dringend wieder zur Gedächtnistherapie, aber die findet im Gefängnis statt. Das ist gar nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Aber ich habe den Namen von der Frau und die Telefonnummer. Nein, Hans, beruhige dich. Jetzt legst du erstmal wieder das Telefon in die Ladestation und isst deine Zwiebelsuppe. Komm, Hans, wir gehen zum Telefonständer. Ich weiß, du willst das doch alles gar nicht machen. Und jetzt legen wir das da rein.